Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und wir schauen heute in die 9. Folge von The Real Life rein. Der Doku-Soap unseres Vertrauens. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das sehr, sehr gerne. Shoutout an alle, die das schon getan haben. Ich freue mich sehr, hoppala. Ich freue mich sehr darüber und danke euch natürlich. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein und es geht los mit Alessia Herrn. Wie wir alle wissen, sie ist schwanger. Nicht von Calvin. Nein, sie ist schwanger und sie ist bei ihrer Tante und die möchte ihr so ein bisschen zeigen, wie man eventuell mit einem Baby umgehen sollte. Hm? Also Tante, du wolltest mir ja heute zeigen, wie man mit einem Baby umgeht und ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Ich hab gleich was ganz Schönes für dich. Also die Tante hat auf jeden Fall Bock und ich habe Angst, dass das cringig wird, aber wir wissen es noch nicht. Keine Ahnung. Was sich die meisten Leute aber gefragt haben seit der Ankündigung, dass Alessia schwanger ist, ist Calvin der Vater. Nein, das nicht, sondern wie geht der Partner damit um? Hat sie überhaupt einen Partner? Mittlerweile hat sich ja geklärt, sie ist seit vielen Jahren, mehreren Jahren, ich weiß gar nicht wie lange, in einer festen Beziehung und da sind alle happy und alles gut und harmonisch. Sie hält den Partner aus der Öffentlichkeit heraus und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, sehr ungewöhnlich für einen Reality-Star, oder? Normalerweise wird vermarktet, was das Zeug hält. Sie sagt aber, kann noch passieren. Mein Partner und ich, wir haben jetzt nicht auf Krampf irgendwie versucht, wir wollen jetzt unbedingt ein Kind, aber wir haben es dann versucht und es kam dann direkt, also alles super. Die ersten 3 Monate ging es mir voll schlecht und da hat er alles für mich getan, also der ist für mich einkaufen gegangen, so richtig. Und man denkt jetzt, nach dem Einkaufen werden verschiedene Dinge aufgezählt. Es bleibt beim Einkaufen, aber auch hier, immerhin. Nein, der hat sicherlich einiges gemacht. Am Ende kann man nur sagen, Ehrenmann einfach. Schön, Ehrenmann. Guck mal, was ich habe. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an das erste Mal, als ich meinen Neffen auf dem Arm hatte und erstmal überlegt, okay, was mache ich, wie muss ich das machen, den Kopf, halt den Kopf, oh mein Gott, die Beinchen, oh mein Gott, Ärmchen eingeklemmt. Es war ein interessanter Moment. Jetzt habe ich es drauf. Gucken, wie das so ist, wenn du mal ein Baby am Arm hast. Wie lustig. Bitte schön. Dann mache ich so. Genau. Schön. Oh, gut. Gut, Kind, ich bin stolz auf dich. Ja, Und die Tante ist glücklich und das freut einen auch. Und es ist wichtig, dass Alessia solche Menschen in ihrem Kreis hat. Die Familie, die auf sie aufpasst und sie unterstützt. Und das, wie gesagt, ist toll. Wirklich. Weiter geht's mit Calvin und Yogo und wir haben ja in einer der ersten Folgen schon gehört, die wollen zusammen eine Bar aufmachen. Die wollen Clubbesitzer sein. Die wollen einfach nur auf ihre Visitenkarte schreiben können, Rapper, Reality-Star, Clubbesitzer. In so einer Leo-Schrift. Sieht bestimmt ganz geil aus. Der Yogo und ich, wir wollen heute mal in den Club gehen und so ein bisschen mit dem richtigen Chef sprechen. Ne? Und diesmal wird's bestimmt professionell. Hey, alles klar? Alles klar? Ja, raus. Was? Wir müssen jetzt näher an die Sache rangehen und detaillierter, damit das Ganze auch in Lauf kommt und so schnell wie möglich auch eine Neueröffnung kriegt. Ja, das ist der obere Bereich. Ne? Klar, das ist ja auch das, was du vorhast. Ja. Und wir letztendlich auch, dass wir dem Ganzen neuen Look. Und da ist natürlich immer die Frage, inwiefern möchte der Besitzer das? Ich meine, bei so einem Gespräch sagt er natürlich, ja klar, können wir morgen, aber Jungs, das muss vertraglich festgehalten werden, denn am Ende passiert da einfach gar nichts, denn die Besitzer möchten wahrscheinlich, ich spekuliere, ich sitze in dem Boot, so wenig Veränderungen wie möglich und einfach nur das mündlich festhalten läuft nicht. Also läuft wirklich nicht. Brutal geil, ich liebe so Steinwände. Aber unser Gedanke war auch, ne, haben wir auch schon besprochen, ein bisschen dieses Vintage-Retro-Style, ja, aber modern. Genau. Ah, ihr versteht, was hier passiert. Diogo, der kleine Psychologe, er sagt erst was Positives. Also die Steinwand ist schon geil, aber wir wollen das alles komplett neu machen. Das soll ein bisschen Vintage-Look, aber mit modernen Touch. Es soll geil sein. Denn wenn man ganz ehrlich ist, die Bar oben haut niemanden vom Hocker, außer du hast 800 Bier-Intus. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Wir haben oben eine Bar, in der du reinkommst, wo du halt dieses typische Bar-Erlebnis machen kannst. Und unten ist ein Club, das ist eine Disco. Das ist auch brutal. Ne? Das Hammer. Ja. Haben wir halt als Foto-Ecke. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist die Attraktion hier. Ne? Sowas braucht tatsächlich jeder neue Club. Einfach so eine Insta-Ecke. Die Leute sind so gepolt, die wollen Fotos machen, wenn sie weggehen, wenn man sich gestylt hat. Dann hast du da auch noch so eine Flügelwand. Ja? Das ist nichts Neues, aber im Endeffekt stellt man sich dann hin und macht so hackedicht Fotos, die man am nächsten Tag wieder vom Handy löscht. Aber so eine Wand ist gut. Kann man vielleicht noch was Besseres machen? Ich meine, Diogo ist Tätowierer und Künstler oder was auch immer. Der soll da mal was Geiles liefern. Was ist hier mit den Fliesen? Ja, kann die man sind die, auch. Ja. Wie fallen die dir?
Das ist ja nur ein Klo, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, was du da vorhast. Das ist ja nur eine Toilette. Und der Besitzer kann froh sein, dass Kelvin dabei ist. Hä, wieso denn? Die Fliesen sind super. Ich mag Diogo hier, der spricht alles an. Das ist sehr, sehr gut und keiner unterstützt ihn. Aber wenn der sagt, ey, das muss alles neu gemacht werden, dann muss das alles neu gemacht werden. Ist halt einfach so, sonst würde ich da gar nicht reingehen. Ich würde den Laden nur übernehmen, wenn ich alles machen kann, wie ich es möchte. Außer der Laden boomt so unfassbar krass, dass natürlich so viel Geld reinkommt, dass man natürlich nichts verändern sollte. Aber jemand, der sich zwei Teilhaber ins Boot holt, der kann, glaube ich, nicht sagen, oh mein Gott, der Laden läuft hundertprozentig geil. Deswegen brauche ich zwei Teilhaber. Nein. Also das ist, wie das gesagt... Das ist schon von der Fläche, also von der Breite schon optimal. Auf jeden Fall, ja. Was hast du mit dem Boden vor? Weil der ist an sich cool, aber keine Ahnung, da, hier sind so Marken... Der Diogo ist ein Bodenfetischist und ja, er hat ja recht, alles vertraglich festhalten, wenn was geändert werden soll. Aber Kelvin fragt sich so, was redet der Junge? Der Boden, wer guckt denn auf den Boden im Club? Wir gucken jetzt nicht auf den Boden, sag ich jetzt mal. Ne? Also, mir geht's jetzt voll. Mehr ums Geschäft. Voll. Ne? Voll. Was sagt ihr denn zu dem Laden? Ich glaube, man kann daraus schon was machen, aber man muss halt wirklich bei Null anfangen. Denn an sich, so wie es gerade aussieht, ist das wie so ein Jutz. Und ich bin ja sehr, sehr froh. Vorher hingen da noch so Fahnen über der Theke und das hat den Ganzen noch so noch einen richtig schäbigen Look gegeben. Die sind jetzt mittlerweile weg. Das ist ein gutes Learning. Und was sich natürlich auch viele Leute gefragt haben, hä, wie kam das überhaupt zustande? Kelvin, Diogo, ja, die kennen sich aus Temptation Island. Diogo hat versucht, die Ex von Kelvin klarzumachen, beziehungsweise die Freundin zu dem Zeitpunkt. Aber passt das überhaupt? Ich eher so, der Geschäftserfahrung habe. Der Kelvin ist so eher der Party-Typ. Ja, also Diogo eher so fürs Eingemachte, ne? Bring halt so mein Party-Know-how mit und so, ne? Und den Rest. Jetzt erinnere ich mich an meine Clubzeiten. Und zwar gab es, als ich 18 war, einen Club, der hat das immer so gemacht. Jeden letzten Samstag im Monat konnte die Person, die in diesem Monat Geburtstag hatte, völlig egal wann, durfte so viele Freunde mitnehmen, wie es ging. Jeder hat einen 10-Euro-Gutschein bekommen und dann hat man sich erstmal da zwei Wodka Energy Tower hingestellt auf Kosten des Clubs. Ich meine, der war wahrscheinlich gepitcht wie sonst was, aber egal. Und dort ist immer so ein Event und es war immer cool und das haben wir immer gemacht. Ja. Jetzt kann ich kein Wodka Energy mehr trinken. Schon lange nicht mehr. Ich bin dabei, ich würde mich freuen. Wir wollen hier kein Späßchen machen. Ja, ich würde mich freuen. Wir wollen hier keine halben Sachen machen. Genau. Weiter geht's dann mit einem Auftritt von Kelvin und die ganze Gang ist am Start. Es geht nach Bremen. Heute ist ein Auftritt und wir sind da als Clique quasi gebucht. Und lustigerweise habe ich das auf Instagram gesehen und das ist nicht lange her. Also was die Doku-Soap auf jeden Fall gut macht, ist die Nähe zu den aktuellen Geschehnissen. Ich glaube, das ist nicht länger her als eine Woche oder zwei Wochen höchstens. Ich glaube, jetzt lustig heute. Aber du hattest doch Stress mit Kurs. Ja. Wieso? Ich bin richtig froh, dass er hier nicht mitfährt, ehrlich gesagt. Also der Tenor ist eigentlich, dass Cosimo, glaube ich, schon die ganze Zeit einen Grund sucht, damit Natalie nicht mit mir rumhängen darf. Oh oh, und das kommt out of nowhere. Was ist hier denn los? Melody und Cosimo haben Beef. Weil er denkt halt, weil ich halt meine Bilder online verkaufe und weil ich so freizügig bin. Ich bin ja jetzt noch relativ neu von Los Angeles wieder zurück in Deutschland und ich muss ganz ehrlich sagen, dass hier ein großer Unterschied ist, wie man wahrgenommen wird, wenn man irgendwas in dem Erotikbereich macht, offen. Naja, es geht um OnlyFans, ja. Und Cosimo findet es anscheinend nicht so geil, dass sie da irgendwas bei OnlyFans macht und damit Geld verdient und er sagt so, geht gar nicht, geht gar nicht. Und da ist halt das Ding, dass er das nicht machen kann, ist auch irgendwie offensichtlich. Lass sie das doch machen. Ist doch völlig egal, wenn sie daran Spaß hat, ihr Cash macht, ist doch alles okay. Damit verletzt sie niemanden, damit ärgert sie niemanden. Alles not your business, meiner Meinung nach. Mich verletzt es sehr, weil ich bin kein schlechterer Mensch dadurch. Entschuldigung. Ist sie natürlich nicht und ich nehme ja auch diese Emotionen ab. Da gab es ja in der letzten Woche einen enormen Beef zwischen Ina Aogo oder wie die Gute heißt und ihr und da ging es genau um dieses Frauenbild. Ina Aogo, wie auch immer die heißt, hat das kritisiert. Melody Rabbit hat natürlich geil darauf reagiert. Das fand ich, das war so ein 50 Cent Move. Habe ich auf jeden Fall geliebt. Sie hat dem Mann dann sozusagen ihren OnlyFans Account for free angeboten, damit er einfach mal ein bisschen reinschauen kann, so ganz entspannt. Wo ich mir diesen Sexismus nicht mehr gefallen lassen kann. Bei Cosimo, der redet die ganze Zeit so runter und so redet so schlecht über, wie ich mein Geld verdiene und sowas im Internet. Aber ich finde, ich mach das doch einfach, kauf doch auch meine Bilder online. Ich glaube, das weiß er auch nicht so. Also unabhängig davon, dass jeder machen kann, was er möchte. Ich kenne nur OnlyFans von Elena Camperi und ich kenne jetzt nicht die OnlyFans-Bilder, aber ich weiß natürlich, dass sie einfach da sich noch freizügiger zeigt als auf Instagram. Das bekommt man ja so mit. Wenn du dann eh die ganze Zeit dein Po auf Insta präsentierst, dann zeigst du halt noch ein bisschen mehr, schreibst mit den Leuten und nimmst halt ein paar Jungs aus.
die einfach dafür bereit sind, ein bisschen Geld locker zu machen. Also vom Business-Gedanken ist das ja einfach nur funny. Jeder soll machen, was er will. So, ich finde, sie ist jetzt nicht ein schlechterer Mensch deswegen. Aber ich kann auch verstehen, dass der Cosimo dann nicht unbedingt möchte, dass die Natalie viel mit ihr abhängt. In gewissen Situationen, so, das kann ich voll verstehen. In was denn für Situationen, wenn Melody gerade ein Fotoshoot macht für OnlyFans, dann soll Natalie nicht daneben posieren. Okay, kann man drüber nachdenken, aber wenn wir im Spekulationsboot sind und sie soll da nicht Kontakt zu der haben, dann ist das schon sehr lächerlich, leider, muss man sagen. Nur weil das den Leuten nicht passt, wie ich mein Geld verdiene, ich will trotzdem diesen gleichen Respekt bekommen und so erwarte ich auch. Wir sind die ganze Zeit zusammen irgendwo hingegangen, wir haben viel gemacht und dann kommen wir irgendwie in eine Shisha-Bar und er sagt, ja Melody, hier, willst du den? Oh, Melody, nimm dir doch den. Und so die ganze Zeit, wenn wir rumhängen. Und das ist auf jeden Fall auch mal wieder asozial. Nur weil sie sich freizügig zeigt, heißt das ja nicht, dass sie einfach in einen Laden geht und sagt, okay, willst du jetzt mal mit dem auf Toilette? Oh, guck mal, der hat auch Bock. Und der sieht doch auch ganz nett aus. Ich meine, wenn das jemand zu mir sagen würde als Frau, ich würde auch dem eine scheppern. Ich meine, wie respektlos ist das denn, wenn es so war? Melody ist eigentlich cool, aber wenn die trinken, ist dann ein ganz komischer Teufel. Also ich meine, ich finde jetzt eigentlich nicht so, dass die Melody jetzt so die Typenauffresserin ist. Ich glaube, die ist eigentlich sogar ganz anständig, die tut nur immer so. Außer man macht natürlich im eigenen Kinderzimmer einen Song mit ihr und dann steht da auch noch der Honig. Dann steht da auch noch der Honig. Ich meine, was soll man da machen? Da kann man das ihr auch nicht übel nehmen, dass sie so ein bisschen horny wird, oder? Und Melody war echt so angepieselt von der ganzen Situation, von dem Streit. Sie hat keinen Bock auf Konflikte, sagt sie auch, ich meine, wer hat schon Bock, sich Konflikten zu stellen? Ist ein Teil im Leben. Muss man manchmal machen, aber geil ist es halt nicht. Sie wollte dann auch irgendwie wieder zurück nach Amerika, aber zum Glück ist sie noch da. Wenn ich jetzt fliehe davon, dass hier scheinbar ein schlechtes Frauenbild herrscht, dann ändere ich auch nichts daran. Ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, mit dir privat befreundet zu sein. Ich mache mir viel Sorgen um den Zusammenhalt der Clique, weil die Situationen alle gerade nicht so gut sind. Wir haben super viele Spannungen, wir reden alle nicht drüber. Und die Spannungen entstehen ja nicht nur zwischen Cosimo und ihr. Wir haben da ja noch Diogo und Vanessa. Never forget, auf jeden Fall, ja, die Clique ist nicht so eine Einheit, wie sie sein sollte. Aber das macht das ja auch gerade spannend. Als ob man von vornherein gedacht hat, oh mein Gott, die sind wie die Kelly Family. Die kuscheln alle, die lieben sich. Will das irgendjemand sehen? Nope, außer auf OnlyFans. Ich mache mir Sorgen, also ob wir alle noch lange Freunde bleiben, ehrlich gesagt. Und wer sich gerade gefragt hat, wer ist das denn? Das ist Julia, das ist die neue Freundin von Diogo, die haben wir schon kennengelernt. Und jetzt haben wir den Moment, Vanessa und Julia stehen in unmittelbarer Nähe. Was wird jetzt passieren? Also, was ging mir durch den Kopf, als ich Julia und Diogo zusammen gesehen habe? Ich bin's unter aller Sau, dass man nicht mal Hallo sagen kann. Und jep, eigentlich hat man ja in dem Ausschnitt gesehen, Julia gibt ja schon die Leuten die Hand. Wahrscheinlich hat Vanessa sich jetzt auch nicht in die Nähe positioniert. Und man hätte natürlich von Julia erwarten können, dass sie zu Vanessa geht und sagt, hey, Vanny Baby, High Five, was geht ab, ich bin die Neue. Aber nicht vorstellen finde ich auch komisch. Ist natürlich auch die Frage, wie hat sich Vanessa hingestellt? Wenn sie sich mit dem Rücken zu Julia gestellt hat, ihr versucht hat auszuweichen die ganze Zeit, weiß ich nicht, ob ich an Julias Stelle hingegangen wäre und hätte gesagt, hey Vanessa Baby, what's up? What's poppin'? Aber ich finde auch hier, geil, dass man dabei ist, auch interessant zu sehen, wie die sich da schlagen in solchen nicht alltäglichen Situationen, aber menschlichen Situationen. So ist das Leben halt, so ist das reale Leben. Man versteht sich nicht immer. Puck schlägt sich, Puck verträgt sich. Oder so ähnlich. Nee, danke, ich habe kein Cash. Es reicht so, guck mal, ich komm doch hierhin, ich rede gar nicht mit dem. Dann soll ich mich doch auch einfach in Ruhe lassen. Ja, und hier ist es ein bisschen schlecht von der Produktion gelöst. Man hört, dass Melody irgendwas sagt, man hört, dass Cosimo irgendwas sagt, aber ich bin sehr, sehr nah rangegangen, habe die Lautstärke öfter mal betätigt, aber ich habe nicht ganz gecheckt, um was es ging. Melody versucht, ihr Licht ins Dunkeln zu bringen. Wir wissen, die haben einen Konflikt und die treffen jetzt wieder aufeinander. Oh mein Gott, das ist meine echte Stimme. Hallo, ja. Jetzt drehen wir die Äuglein. Auf jeden Fall treffen die hier aufeinander und ja. Er will doch gerade voll streiten. Warum? Cosimo schreit einfach von der Seite die ganze Zeit irgendwelche blöden Sachen in meine Richtung. Aber was? Ich weiß... Aber was? Ich weiß nicht was. Er ist derjenige, der im Unrecht ist. Warum fängt er dann noch an? Er kann froh sein, dass ich den Ball flach halte und nichts mache. Für mich ist diese Spannung, die da schon herrscht, von beiden Seiten auch, das weiß ich, dass Cosimo sich auch so fühlt. Das ist für mich fast unerträglich. Also ich will dieser ganzen Thematik und ihm einfach nur aus dem Weg gehen.
Und das glaube ich auch, dass Cosimo das natürlich wahrnimmt. Cosimo ist, glaube ich, so einer, der macht dann so ein bisschen auf cool, der versucht das alles so ein bisschen wegzulachen, gar nicht darauf einzugehen. Aber ich glaube, tief im Innern, ich spekuliere, beschäftigt das einen Mann wie Cosimo schon. Der denkt sich auch so, boah, nervig alles. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, ey, ich mache jetzt Frieden mit jemand, nachdem er mit Bomben und Messer gestochen hat. Das ist Cosimo, wie er leibt und lebt, aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn es wirklich so ist, wie Melody hier dargestellt hat, dass er zu Natalie sagt, ey, sorry, aber häng mal bitte nicht mit der rum, die macht so Onlyfans, die ist so ein bisschen komisch, wenn die getrunken, die will doch nur mit jedem Typen irgendwie direkt mal so und so, das möchte ich nicht, dass du so einen Umgang hast. Wenn es so wäre, ich spekuliere, dann ist das schon eine schwache Nummer, muss man so sagen. Und ich mag Cosimo, aber das ist so, hä? Und dann muss man los, auch wegen Kevins und Cosimos Auftritt. Das ist alles uncool. Yo, und dann geht's auch schon zum Auftritt. Bin ich gespannt, sehen wir beim nächsten Mal. Und ich zeige euch noch einen kleinen Ausschnitt vom nächsten Mal. Denn unser Freund Chris Onking Broy, ja, der hat einen Friseurtermin bei Cosimo und der lässt sich logischerweise die Haare schnippeln. Und anscheinend läuft's nicht so gut. Bruder, ich bleib nicht so. Ich kann nicht so bleiben. Ich schwör's. Es war Fehler herzukommen, ich schwör's dir, Alter. Und Chris Broy sieht aus wie der kleine Strolch. Ich schwöre, das ist unfassbar lustig. Und da ist immer die Frage, sollte man sich von Freunden die Haare schneiden? Ein gefährliches Pflaster, gerade bei den Reality Stars. Wie auch immer, was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Das war's von mir. Tschö.